Hallo, ich bin die Lena, ich bin Autorin und Kristallkind und heute wollen wir dir wieder ein paar Infos zum Dimensionenwandel geben. Diesmal mit Dem Uwe. dem Uwe wieder. Ja, du sagst das Thema. Okay. Ja, ich habe mein Herz gefragt, über was möchte ich dann jetzt reden? Und dann kam so, ja, Ozean, Meer, die Meeresbewohner und vor allem Meerjungfrauen. Und ich habe, ja, Meerjungfrauen begleiten mich immer schon länger. Dann im Stehen. Und habe dann jetzt auch einfach so gefragt, ja, wie seid ihr? Was wollt ihr uns Menschen jetzt sagen? Wie gehört ihr zum Dimensionenwandel dazu? Und ich habe ganz schöne Antworten gekriegt, die möchte ich dir jetzt erzählen. Und zwar haben wir ja schon erzählt, dass im ganzen Dimensionswandel, der ja jetzt stattfindet, dass sehr viele Emotionen hochkommen, dass es ein bisschen wie Achterbahn ist. Und ich merke das jetzt auch bei mir selber in den letzten Wochen, wo ich immer wieder in ganz starke Ängste reingekommen bin. Und normalerweise meditiere ich oder mache meine Emotionenübungen und nach 15 Minuten sind sie weg. Und diesmal war es dann aber, ging es länger, so ein paar Tage, bis es sich da wieder gelöst hat. Und dann hatte ich auch Momente, wo ich wütend war und so viel Wut gespürt habe über die Lage, wie es jetzt gerade ist und wollte einfach aufstehen und kämpfen und was machen. Und auch bei dieser Emotion habe ich sie einfach gespürt, wahrgenommen. Und dann plötzlich kam wieder voll die Freude über das Neue, was schon da ist, was kommt. Und habe auch so gesehen und noch mehr Infos gekriegt, was alles Neue auf uns kommt. Und war dann so überwältigt von Freude und Dankbarkeit, dass ich das jetzt noch hier erleben darf. Ja, also wirklich so diese total starke, viele Emotionen, die so durchwirbeln und stärker als sonst. Und dann habe ich mit dieser Meerjungfrau geredet. Also es gibt ja physische und feinstoffliche und ich habe mit der feinstofflichen geredet. Und sie hat einfach gesagt, wir sollen sie um Hilfe bitten und um Unterstützung bitten. Es gibt ja ganz viele feinstoffliche Meerjungfrauen. Und sie hat mir einfach erklärt, dass sie im Wasser leben. Und Wasser ist ja vor allem Ruhe und auch Emotionen. Und dass sie einfach Meister sind im Emotionen. Sie hat dann den Begriff gewählt, in Emotionen fließen. Also sie können mit den Emotionen fließen oder uns dadurch führen, leiten. Und während ich so mit ihr gesprochen habe, kam wirklich so eine Ruhe zu mir. Ich bin auch viel ruhiger geworden und ich habe gemerkt, sie hat mir geholfen, diese Emotionen so auszubalancieren und einfach in dieser Achterbahn, in diesem Gefühlschaos wirklich in der Ruhe zu bleiben und jetzt gar nicht groß irgendwie was zu unternehmen, sondern einfach in dieser Ruhe zu sein und einfach zu fühlen. Und es ist ja dieses Wasser, was ja erstens mal alles hochbringt und dann auch wieder beruhigt, oder? Es sind auch so diese Wellenbewegungen, es bringt was hoch und es wird wieder ruhig und es kommt wieder hoch und es wird wieder ruhig. Und sie hat mir dann auch, wie gesagt, so funktionieren die Emotionen, oder? Kommt die Angst, dann geht sie wieder, dann kommt die Wut, dann geht sie wieder, kommt die Freude, wow, und sie geht wieder. Und das ist so der ganz normale Und Fluss ihr vom Leben. dann das Weltmatte. Ah ja. Der so geht und wo wir da einfach mitfließen können. Ja, und es gibt ja nicht nur mehr Jungfrauen, es gibt auch mehr Männer. Und diese mehr Männer, die habe ich da mal kontaktiert,
Weil auch wir Männer haben ja dieses Emotionale, diese Ängste, diese Wut, aber auch wieder diese Freude. Und auch die Mehrmänner haben mir dann gesagt, ja, wir sind, wie gesagt, feinstofflich da, aber es gibt auch welche, die sich für die Erde, extra für die Erde quasi so verdichtet haben, dass sie physisch sind. Und sie dienen auch dazu, uns Menschen und in dem Fall die Männer, gehen natürlich eher mit uns Männer in Resonanz, auch wiederum die Gefühle zu harmonisieren, in diese Wellenbewegung hereinzubringen, das kommen und gehen lassen können und nicht in der Wut verharren oder in der Angst oder ja, in der Freude verharren wir natürlich lieber, aber es gibt auch da wieder, ja, da wir jetzt in diesen Umwandlungsprozessen drin sind, ist es im Moment einfach, ja, dass vieles aus unserem jetzigen Leben, vergangenen Leben noch, ja, angeschaut wird und dann losgelassen wird, so wie eben die Wellen. Genau. Und ja, die Meerjungfrauen, Männer sind auch wie die Delfine und zum Beispiel auch die Wale dafür da, dass hier auf der Erde im Wasser diese Energien, die auf der Erde ja auch fließen, wie wir auch kennen, an bestimmten Kraftorten sich sammeln, einwirbeln, auswirbeln über die Leylines, also über unsere, wie wir haben ja auch diese Akupunkturpunkte, so hat die Erde das ja auch, und dann über die Leylines verteilt wird. Und das machen die im Wasser halt auch. Und dafür sind die ganz wichtig auch. Und ja, das ist das, was sie auch gerne machen für uns. Und wir können sie da ja auch unterstützen durch unsere Freude und Energie, die wir ihnen geben. Und sie unterstützen uns ja auch durch ihre Energien und ja, Ausgeglichenheit, die sie uns geben. Ja, und es ist auch spannend, diese Meerjungmänner oder mehr, oder man spricht ja immer über die Frauen, aber es gibt ja auch diese Meerjungmänner. Und die strahlen so total männlich aus, also wirklich Kraft, männlich. Und trotzdem verbunden mit ihren Emotionen. Ja. Dass auch der Mann darf all diese Emotionen haben, fühlen, durchfließen lassen, so. Genau. Mit den Frauen. Und dann habe ich jetzt kurz auch bei meinem Sohn gesehen, dass da ganz so mehr Jungkinder sind. So ganz kleine, süße Kinder mit Schwanzflosse, so niedlich. Und die haben mir jetzt auch noch die Botschaft gegeben, dass die auch, wenn du jetzt Kinder hast, dass du auch die mehr Jungkinder anrufen kannst für deine Kinder. Dass sie auch deine Kinder ihr Herz einhüllen können, sie ausgleichen, weil ich fühle auch jetzt seit ein paar Wochen ganz stark die Kinder, die um Hilfe rufen. Ja, weil sie auch nicht wissen, wie gehe ich jetzt damit um. Und auch da einfach als Unterstützung diese Meerjungkinder zu rufen, die spielen dann einfach mit den Kindern oder hüllen sie einfach auch in diese Ausgeglichenheit ein, in diese Ruhe und hüllen auch einfach ihre Herzen. Du kannst auch als Mama oder als Papa das Herz vom Kind so in rosa Liebe einhüllen oder auch die Aura einfach rosa. Das tut einfach so, gibt ein bisschen Geborgenheit und auch ein bisschen Ruhe. Genau, das ist dann immer voll süß zu sehen, wie dann diese feinstofflichen Wesen bei den Kindern sind und dann so wie mit ihnen spielen oder ihnen eben etwas geben, wo sie dann beruhigt. Oder auch beim Einschlafen kann man den Kindern auch Geschichten erzählen von Meerjungfrauen, vom Meer oder Delfinen, weil die Kinder verbinden sich ja immer sofort mit dem, worüber du sprichst oder was du ihnen sagst. Genau. Ja, und für uns Männer vielleicht noch angemerkt, wir sind ja auch zur Hälfte weiblich und zur Hälfte männlich wiederum. Und wir haben zwar mehr männliche Anteile, mehr Yang in uns und die Frauen mehr Yin, aber wir dürfen sehr wohl
unsere Emotionen genauso anschauen, genauso damit umgehen. Natürlich anders, wir sind eher der männliche Teil und die Frau ist dann mehr der weibliche Teil, das ist klar. Aber da können wir sehr viel lernen von diesen Meerjungmännern. Wie gesagt, die sind sehr männlich, die beschützen ihre Meerjungfrauen, Meerfrauen ganz klar, sind auch für die Familie ganz klar da, achten sehr den heiligen Raum der Familie, sind dafür ganz, ganz zuständig, fühlen sich da wie zu berufen auch und sind, wie gesagt, sehr mit ihren Gefühlen auch im Ausgleich, immer im Ausgleich bemüht. Und ja, da können wir physischen, irdischen Männer jetzt sehr viel von uns auch in unser Herz wieder reinlassen und ausstrahlen und uns mit diesen mehr Männern, mehr Jungmännern auch verbinden. Genauso wie Lena jetzt gesagt hat, mit den Kindern. Die Kinder können das, die Frauen können das und wir Männer können das auch. Und wenn man jetzt fragt, ja, wo sind denn die physischen Meerjungfrauen, Männer, die sind nicht mehr so viel vertreten im Moment auf der äußeren Erde, die sind mehr so in der Innererde jetzt im Moment. Werden aber dann wieder sehr stark rauskommen, wenn hier auf der Oberfläche sozusagen die... Wenn das sauber ist. Sauberkeit... wieder mehr eintritt. Weil das ist auch natürlich, ich möchte gar nicht zu viel darüber reden, aber das hat auch da eine andere Seite gehabt, wo bestimmte Energien das nicht so gern gehabt haben. Genau, und auch nochmal zum Wiederholen, es kommt gut, es kommt sehr gut, das ist geplant, das ist schon lange geplant, das steht schon fest. Man kann nicht genau sagen, wann, weil je nachdem kann sich das verschieben oder so, aber es kommt wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch wenn es manchmal so scheint, es scheint nur so, als ob es schlimmer kommt, es kommt wirklich gut und besser und es wird auch immer besser und besser. Ja, das war's schon. Wir haben auch wieder ein paar Anlässe geplant, Online-Anlässe. Könnt ihr einfach am Link mal schauen. Gibt es was für Kinder und auch für Erwachsene? Und ja, könnt ihr einfach mal durchstöbern und schauen, ob was dabei ist für dich. Ja. Ja, schön, hast du zugeschaut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.